Hey ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Also, ich bin schon wieder auf Chocolate Drop unterwegs, weil ich das Video direkt danach aufnehme. Ja, ich muss ein bisschen vorproduzieren, weil ich gehe auch in Urlaub. Und ich habe so eine längere Pause gehabt und ich dachte, ich will nicht schon wieder eine Pause machen vom Videos. Und dachte ich mir so, ja komm, bist gerade motiviert, dann machst du das auch. Also, heute geht es um ein cooles Thema. Und zwar etwas, was sich schon länger viele Leute gewünscht haben. Ich werde es einfach mal im kleinen Rahmen machen. Und zwar geht es um ein Q&A. Und ja, ich dachte, ich starte da einfach mal ein bisschen durch. Ich habe euch auf Instagram gefragt, ist aber schon eine Weile her. Und dann dachte ich, jetzt muss ich das endlich mal machen, weil ich habe das schon so lange geplant und habe es irgendwie nicht gemacht. So, und wir fangen auch gleich an mit der ersten Frage. Ich blende die diesmal nicht ein, weil ich habe das Gefühl, das ist überflüssig und keiner braucht das und das ist einfach nur, ja, unnötig. Also, Alma schreibt, Dragons Girl, wie würdest du reagieren, wenn ich jemand hacken würde? Ja, also ich bin der Meinung, dass ein Spiel wie Star Stable niemand hacken würde, weil man braucht ja viel Erfahrung, ja. Um was zu hacken, braucht man ja auch das Wissen dazu. Und jemand, der einen Account hacken will, der ist wahrscheinlich so jung, dass er das nicht kann. Deshalb glaube ich, dass das meiste Hacken dadurch entsteht, dass man Leuten sein Passwort gibt, dem man vielleicht vertraut und die das dann missbrauchen. Das passiert nämlich sehr oft, meine lieben Leute. Ihr dürft nicht blind vertrauen, auch wenn ihr denkt, ihr könnt das. Und von daher gehe ich einfach nicht davon aus. Falls der Fall zutreffen würde, würde ich auf jeden Fall mal dem Support schreiben. Der würde mir wahrscheinlich nicht helfen können. Und dann würde ich, ja, mir sagen, selber schuld. Und es wäre sehr scheiße, aber in dem Moment kannst du eigentlich nichts mehr machen. Ich würde versuchen, mein Passwort zu ändern, wenn das noch ging, und meine E-Mail. Und wenn das auch nicht funktionieren würde, würde ich das natürlich bekannt machen, in die Öffentlichkeit tragen, so damit wenigstens die Person nicht mehr in Ruhe spielen kann, die das gemacht haben sollte. Okay, aber kommen wir auch zur nächsten Frage. Oh mein Gott, okay. Und zwar von der Anastasia. Wie lange spielst du schon SSO? Also, um genau zu sein, habe ich angefangen 2014. Ende 2014, würde ich sagen. Habe ich angefangen? Wie viele Jahre sind das schon? Das sind jetzt schon 5 Jahre. Oh mein Gott. Also, das sind fast 5 Jahre jetzt. Und es ist sehr, sehr krass. Ich hatte zwischendurch tatsächlich längere Pausen, wo ich gar nicht gespielt habe. Ich finde es echt krass, dass ich in den letzten 2 Jahren relativ aktiv spiele, wobei ich nicht mehr so oft online bin, muss ich sagen. Also, es ist eine Seltenheit, dass man mich trifft. Und das dann auch meistens am Wochenende. Also, es, ja, mal so, mal so. Woher kennst du Denise Springwell? Fragt Star Stable Sisters. Denise. Woher kenne ich nochmal Denise? Überlegen. Ach so, wir haben, also die liebe Caroline, die hat einen Star Stable Elite Server aufgemacht. Und da kamen dann ganz viele verschiedene Personen, die gerade präsent auf der Star Stable YouTube-Szene sind, rein. Und eine davon war die liebe Denise. Und dann habe ich Denise und ich glaube, da war es auch Mo, geredet zu dritt und irgendwie, weiß ich nicht, man findet manchmal Menschen, die einfach vom Charakter her ziemlich ähnlich sind, die einfach, was heißt nicht mal ähnlich, aber die einfach passen, so. Wir verstehen uns einfach richtig gut und es kam halt dann dazu, dass wir mehr geredet haben, mehr telefoniert haben und so hat es sich einfach entwickelt, dass wir mittlerweile ziemlich gute Freunde geworden sind. Also es war dann eher doch so ein bisschen zufallsmäßig. So, was sind deine Lieblingsorte in SSO? Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Puh, also ich finde so Orte, die so ein bisschen mystisch sind, ganz cool. Also dazu gehört zum Beispiel der Berg in Forgrove, Golden Hills, Dundle, gewisse Teile in Epona. Also diese ganzen mystischen Orte, genauso wie Pandoria, finde ich sehr, sehr cool. Und das sind, glaube ich, dann so meine Lieblingsorte. Auf den einzelnen könnte ich mich nicht festlegen, muss ich zugeben. Wer ist deine Lieblingspferderasse? Ich sage immer nie, dass ich so eine direkte Lieblingspferderasse in SSO habe, weil es kommen ja immer neue und so und das ist schwierig zu sagen.
aber es ist für einen langen Zeitraum, bevorzuge ich Görlitzsche Warmblüter. Deshalb, ja, kann man das ungefähr so sagen. Wie viele Pferde hast du? Ich glaube, es sind jetzt mit dem Pferd 42, aber wie gesagt, ich bin ja schon 5 Jahre und von daher, ich habe mir die meisten Pferde tatsächlich angespart und ich habe mir, glaube ich, zweimal in meinem Leben Stark Ones gekauft. Also ja, so sieht die Situation aus. Gott, jetzt muss ich ja ein bisschen mich konzentrieren. Meine drei Pferde, die du nie reitest. Boah, meine drei Urpferde. Candy Crush, Blueberry und Gold Dust. Weil, ja, ich weiß auch nicht. Ich mag Urpferde im Nachhinein dann doch nicht so sehr, wie ich dachte. Reitest du in echt? Ja, ich bin sehr lange geritten und jetzt seit einer Woche habe ich aufgehört, umstandsgemäß. Ich habe vor, wieder anzufangen in den nächsten paar Monaten. Aber ja, es ist ein bisschen complicated. Das möchte ich jetzt nicht hier alles auf YouTube erzählen. Was gibt es denn hier noch für coole Sachen? Magst du Schleich? Dazu habe ich eine ganz lustige Geschichte. Und zwar habe ich früher, als ich so wirklich ganz jung war, richtig viel mit Schleich gespielt. Ich habe es voll geliebt und ich habe immer noch die 2 Kisten voller Schleich, hauptsächlich Pferde, Pferdeställe, Pflegerinnen, Reiterinnen, Sättel und alles. Ja, ich habe es geliebt und ich weiß nicht, wie viel Vermögen ich dafür ausgegeben habe oder geschenkt bekommen habe, denn ihr wisst ja, Schleich ist sehr teuer. Da fragt jemand, wohnst du im Land oder auf der Stadt? Also, das ist schwierig zu erklären. Ich würde sagen, ich wohne neben einer Großstadt. Aber in so einem Außenbezirk, dass man denkt, man wohnt auf dem Land. Also, das ist sehr schwierig. Es ist quasi ein Dorf und dann fährst du eine Straße entlang und dann bist du in der Stadt, dann fährst du noch eine Straße entlang, dann bist du in der Großstadt. Also, ich wohne quasi in dem Außenbezirk, der sich so anfühlt, als wäre man in dem Kaff, aber man ist sehr, sehr zentral auch an der Stadt. Also, es ist sehr cool. Eine gute Wohnlage. Also wohnen halt auch sehr viele Leute hier, weil hier ist ein sehr großer Konzern. Also, was haben wir hier denn noch für Fragen? Was ist deine Lieblingsfarbe? Viele würden jetzt denken, es ist lila, aber tatsächlich habe ich gar keine Lieblingsfarbe. Ich liebe eigentlich alle Farben und naja, wenn man jetzt speziell zum Anziehen geht, dann finde ich, stehen mir Blautöne sehr gut. Aber halt auch so schlichte Beigefarben oder Pastelltöne sehr. Es ist sehr schwer zu sagen. Ich mag eigentlich alle Farben, weil alles hat immer irgendwie was Cooles an sich. Was ist dein Wunsch-Update? Also ich würde mir sehr wünschen, dass es American Saddlebreds gäbe, wobei ehrlich gesagt bin ich mir ziemlich sicher, dass Star Stable das nicht hinbekommen würde. Genauso wie die Akhaltikiner, die sie leider meiner Meinung nach nicht so hinbekommen haben, dass ich mir eins kaufen würde. Ja, ansonsten würde ich mir sehr wünschen, dass es wirklich Dressur gibt. Also auch richtig, dass man zum Beispiel ein Pferd nicht nur so laufen lassen kann, sondern auf einem bestimmten Knopf ein Pferd in Anlehnung laufen lassen könnte. Und das einfach ein bisschen realistischer, scheiße, diesbezüglich gestaltet wird. Ansonsten wünsche ich mir noch ein Gebiet. Dass wie so der Schwarzwald so ein ganz, also das ist das Einzige, nicht können, der so ganz dicht bewäldert ist. Es gibt zwar verschiedene Wälder in Star Stable, aber die sind alle so, dass man sich da noch zurechtfindet. Am nächsten dran würde ich sagen, kommt jetzt das Grüntal. Aber ich denke wirklich so wirklich ein dunkler Wald, wo dann ein Waldsee in der Mitte ist und das alles so ein bisschen mystisch ist. Vielleicht auch eine Quest, wo man sich dann in dem Wald verläuft, weil der so groß ist, dass man wirklich nicht rausfindet. Und ich kann mir das richtig cool vorstellen. Oh mein Gott. Ich hatte so gute Ideen für Quests. So, kommen wir jetzt zur letzten Frage. Und zwar, seit wann reitest du? Also im Real Life. Ja, ich habe ja jetzt für kurze Zeit aufgehört. Und ich reite eigentlich, seitdem ich denken kann. Also ich glaube, das erste Mal saß ich auf dem Pferd mit 2 Jahren und da konnte ich natürlich noch nicht so wirklich richtig reiten. Da bin ich halt Pony geritten und wurde so rumgeführt und so, was man halt so kennt. Und ja, seitdem habe ich mich schon damals voll in Pferde verliebt. Und ich glaube, mit 5
6 Jahren habe ich dann angefangen, richtige Reitstunden zu nehmen. Halt wirklich erst so ganz kleine Kinder. Und hat sich dann immer hochentwickelt. Also ich war auch schon in sehr, sehr vielen Reitbetrieben. Ich hatte viele Reitbeteiligungen schon in meinem jungen Alter. Ich weiß gar nicht, wie viele Ställe ich gesehen habe. Bestimmt 15, 20. Ich war schon in vielen Ställen, kann man sagen. Ich hatte ja auch dann ein Jahr quasi ein im Bindestrich eigenes Pferd. Das ist lange Geschichte, aber ich glaube, dazu mache ich mal ein Video auf meinem Zweitkanal. Der heißt übrigens Team Saddlebred, oben auf dem i-Punkt verlinkt. Ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielleicht wollt ihr ein weiteres Q&A sehen, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Macht's gut. Okay, ciao. Also nur damit ihr mal seht, was so abgeht, wenn ich nicht mein Video aufnehme. Gerade irgendwie, ich kam an und dann standen da plötzlich richtig viele Leute und die meinten so, Nali, und ich dachte, hä? Woher wissen die, dass ich hier bin? Und ich freue mich ja immer, wenn jemand vorbeiguckt. Ich habe gesagt, kommt Leute, lasst ein Bild machen. Ich finde das immer ganz cool. Jetzt machen wir ein Bild erstmal zusammen. Und es ist tatsächlich so, dass ich sehr oft erkannt werde in Star Stable, was ich ehrlich gesagt früher nie gedacht hätte, dass einfach so viele Menschen plötzlich an einem Ort sind, ohne eine Ankündigung, einfach so nach einem Video. Deshalb, puh, krass. Und an der Stelle liebe Grüße an euch, an meine Nalicorns. Okay, jetzt wirklich, tschüss.